Mit dem Rennrad eine Strecke so schnell wie nur möglich zu bewältigen, wird im Radrennsport als Einzelzeitfahren bezeichnet. In Althofen-Kärnten waren von den über 200 Teilnehmern, ob weiblich oder männlich, drei Streckendistanzen, 2 Kilometer, 5 Kilometer und 10,07 Kilometer zu fahren. Gestartet wurden die Bewerbe mit der Staatsmeisterschaft im Nachwuchsbereich. Ich glaube, kein Verein hat sich das mehr verdient als der RC Althofen. Der Horst Kurmann und sein Team, die arbeiten seit Jahren, seit Jahrzehnten sehr, sehr intensiv und akribisch am Radsport, für den Nachwuchs, für den Jedermannsport. Und deswegen ist es naheliegend, in einer schönen Gegend wie hier in Althofen eine wunderschöne österreichische Meisterschaft für die Kategorien U13 bis U17 auszurichten. Es waren schöne, schöne Meisterschaften, es war eine wunderschöne Strecke, perfekt abgesperrt. Im Kinder- und Jugendbereich mit 4 Gruppen gab es insgesamt 15 Klasseneinteilungen. 83 Jungradsportler waren am Start. In der Kategorie U15 männlich gewann der Steirer Florian Schönherr. Er benötigte für die 10,07 Kilometer lange Strecke 16 Minuten und eine Sekunde. Wie fühlt man sich jetzt als Staatsmeister und wie war das Rennen? Ja, ich bin eigentlich natürlich sehr glücklich. Ich hätte gerechnet, dass heute ein bisschen mehr Wind geht. Das war dann nicht der Fall. Und dann, die Beine haben sich gut angefühlt und ja, also es war ein sehr gutes Rennen eigentlich, hat mir sehr gut gefallen. Glanzvoller Kärntner Vertreter war im U13-Bereich KAC Radsportathlet Santiago Brolich, Junior vom ehemaligen Radprofi Peter Brolich. Er konnte sich über Rang 3 und Staatsmeisterschaftsbronze freuen. Voll und ganz in steirischer Hand war die Kategorie U17 weiblich. Mit der Zeit von 17 Minuten und 40 Sekunden krönte sich Viktoria Walcher zur Staatsmeisterin 2019. Ja, also ich habe mich voll gefreut, weil Zeitfahren ist eigentlich nicht meine Disziplin. Und der Papa ist auf der Strecke gestanden und hat mir halt immer die Zeit reingeschrien und hat schon geschrien, dass ich vorn bin. Und das hat mir halt voll taugt und dann habe ich halt geschaut, dass ich das so halt. Wie ist das so mit dem Papa? Welche Worte kommen denn noch? Ja, jetzt bist Erste, gib weiterhin Gas und er feuert halt immer voll an und das motiviert mich immer voll. Neben den Staatsmeisterschaften stand bei den 17. Althofener Straßenrennen, aktuell Einzelzeitfahren, der AWÖ Kärntensport Nachwuchscup und der Kärntensport Jedermann Cup Teilbewerb 2019. Dabei konnte Dietmar Obermüller mit dem neuen Streckenrekord von 13 Minuten und 48,40 Sekunden gewinnen. Dementsprechend war auch die Stimmung beim Interviewtermin. Vor allem nach dem Sieg, nach dem Tagessieg, nach dem Streckenrekord. Wetter war super, die Veranstaltung war super. Also super organisiert, wieder mal ein Lob an die Veranstalter und Streckensperre, ja, was willst du mehr? Also perfekt laufen. Bei den Frauen ist die Labantalerin Astrid Lambrecht nach ihrer Babypause wieder retour. Die Gesamtsiegerin aus dem Jahre 2016, damals noch mit ihren Mädchennamen Astrid Magnet, konnte auch heuer mit der Zeit von 16 Minuten und 41,55 Sekunden gewinnen. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich ganz vorne bin, weil ich eben vor einem halben Jahr einen Nachwuchs gekriegt habe und ich habe da heute so spaßhalber mitgemacht. Ein Baby zu kriegen, das macht schnell. Ja, anscheinend, gell. Vom Veranstalterteam Radclub ÖMTC Reika Althofen landete Wolfgang Vorobosko mit Rang 2 in der Kategorie 5M am Stockhalt. Die Zeit lautete 15 Minuten und 36,55 Sekunden. Das Ganze trotz Doppelbelastung. Eigentlich anstrengend, weil für mich hat der heutige Tag um 5 Uhr angefangen, weil ich ja doch eigentlich mit organisieren und mit herrichten muss. Und ich mich entschieden habe, dass ich heute doch auch starte, weil es ja zum Jedermann Cup gehört und ich halt die Punkte brauche, weil ich da halt mitfahren dabei bin. Perfekte Leistungen der Athletinnen und Athleten waren vollbracht. Auch beim Veranstalterteam zeigte man sich zufrieden und vor allem dankbar. Ganz besonderer Dank sind meine eigenen Leute, die Mitarbeiter im Verein, das ist einmal absolute Nummer eins. Dann natürlich die Behörden, dann sind es unsere Sponsoren, dann ist es auch die Feuerwehr, die Stadtgemeinde Althofen. Ich muss jetzt eine Menge aufzählen, die uns da alle unterstützen. Da ist der Bürgermeister sehr, sehr stolz. Die Sportstadt Althofen kann sich heute präsentieren. Wie gesagt, bei wunderbarem Wetter auch. Es sind 200 Gäste, Radsportlerinnen und Radsportler bei uns in Althofen zu Gast. Es war ein tolles Rennen auch und ich möchte einfach dem Radclub Althofen gratulieren, den Kurmann Horst vor allem mit seinem Team und allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese großartige Radsportveranstaltung. Aktiv teilgenommen, was sagst du jetzt, dass der Radclub Althofen eine Staatsmeisterschaft durchgeführt hat?
Ja, ganz, ganz große Klasse. Froh und dankbar, dass es einfach im Bezirk so einen Verein gibt wie den RC Althofen, der sich wirklich mit seinem ganzen Team, mit seinen ganzen Helfern sehr bemüht ist und dass er da die österreichische Meisterschaft kriegt. Ganz, ganz große Klasse. Der Veranstalter mit Multisport Kärnten, wie schaut es bei euch aus mit dem Bergrennen? Alles im Plan? Alles im Plan. Es laufen die Vorbereitungen, so wie es im Bilderbuch steht. Und wir freuen uns auf ein tolles Wetter, was wir sicher haben werden, und auf tolle Teilnehmer. Teilnahmeberechtigt waren bei diesem Zeitfahren von Althofen nach Gutharing und wieder retour Hobbyfahrer, Lizenzfahrer und Triathleten. Start- und Zielbereich war wie üblich beim Althofener Freizeitzentrum.